Weltmeisterschaften in Südafrika. Finale im Damenflorett, also wir bleiben bei der gleichen Waffe zwischen Italien und Rumänien. Und das ist diesmal nun keine Überraschung. Das hat jeder erwartet, das war auch das Finale bei den Olympischen Spielen von Atlanta. Dort gewannen die Italiener. Rechten Seite vertreten durch Reka Sabola-Sahab und links die Weltmeisterin, die hier in Kapstadt die Goldmedaille im Einzel gewinnen konnte. War es gar nicht so sicher, dass sie überhaupt an diesen Weltmeisterschaften teilnimmt. Diese Entscheidung hat sie sich selbst lange, lange aufgehoben, da vor den Weltmeisterschaften ihr Vater starb. Da ist nichts passiert. Sabolasa jubelt zwar, aber das, was dort passiert ist, war Nachhalt. Da hilft auch eine schimpfende Handbewegung zu dem Opfer nichts. Er kann nichts dafür, wenn er schon Halt gesagt hat und sie erst die Aktion später setzt. Enzel hat sich schon keinen Zweifel aufkommen lassen, wer im Moment die beste Fechterin ist. Und auch hier 4 Treffer in Folge gegen Reka Sabolasar, die teilweise auch mal in Deutschland trainiert hat. Bei dem Verein Bayer Dormagen. Nein, keine Verwarnung mehr. Eine erneute gelbe Karte, die direkt in eine rote umgewandelt wird. Sabolasar hat die Verwarnung bekommen, weil sie den linken Arm, der ja nicht Trefffläche ist, nach vorne genommen hat. Gehen dem Ende zu und wir können leider, leider, leider nicht das Ende zeigen, weil die Leitung abgebrochen ist aus Kapstadt. Italien gewann